Hallo, heute melde ich mich aus der Gommernschen Mühle in Sonsbeck. Hier gibt es einiges zu sehen. Dieses kleine und schnuckelige Haus bietet einen interessanten geschichtlichen Rundgang. Den könnt ihr jetzt miterleben, ich nehme euch nämlich mit. Auch dieses Haus ist von der Sparkasse am Niederrhein gefördert und nimmt am Internationalen Tag der Museen am 19. Mai teil. Also, schauen wir uns mal um. Die Gommernsche Mühle ist ein wunderbar restauriert und erhaltener Ort in Sonsbeck. Sie beherbergt eine Ausstellung mit Prunktellern, Keramiken, Fliesen und anderen Arbeiten, die in Sonsbeck auf eine lange, lange Tradition zurückblicken. Die ehemals klevische Stadt Sonsbeck blickt auf eine 500-jährige Tradition des Töpferhandwerks zurück. In Sonsbecks unmittelbarer Umgebung gibt es natürliche und leicht abbaubare Tonvorkommen. Die Blütezeit dieses Gewerbes lag in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Viele der in Sonsbeck produzierten Waren wurden als Massenware in den Niederlanden abgesetzt. Im Museum sind auch weitere Handelsrouten bis hin nach England nachverfolgbar. Die Gommernsche Mühle hat am 19. Mai, dem Internationalen Museumstag, ab 11 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei.